Die Schwarzwaldbahn mit Mobilfunk zu versorgen, das ist eine echte Herausforderung. Ein Tunnel folgt demnächst. Es geht rein in den Berg und raus aus dem Berg. Dazu kommen enge Täler. Nichtsdestotrotz plant die Telekom jetzt Verbesserungen des Funknetzes. Die Suche der Standorte ist nur eine der Aufgaben von Funknetzplaner Matthias Fellbecker. Ich habe in meiner Funknetzplanerzeit auch schon viele Sonderprojekte gemacht, die technisch auch anspruchsvoll sind. Aber hier bei der Bahn, da kommt irgendwie alles zusammen. Wir haben viele Menschen auf einem Haufen und dieser Haufen bewegt sich auch noch. Und dann abwechselnd Tunnel rein, Tunnel raus. Wir haben eine Zentrale, wo unsere Sektoren sind. Und von dieser Zentrale werden jetzt an dieser Strecke überall, wo wir den Bedarf haben, Repeater verteilt. Und die werden mit Glasfaser angebunden.